Diese Sendung wird präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack. Das härteste Kochduell der Schweiz. Zwei Jungköche treten im Beef Club gegeneinander an. Mit drei vorgeschriebenen Zutaten, welche sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen sie in nur einer Stunde ein Menü kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bell-Fleischfachmann Yves Vogt. Die Punkterichter Andrin Willi, Chefredaktor des Marmit Magazine, Foodbloggerin Zoe Torinesi und Spitzenkoch Jackie Donuts beobachten jeden Schritt der beiden Kandidaten. Nur einer kann als Sieger des Abends hervorgehen. Volle Bude da im Werkeisen Winterthur. Es ist Zeit für einen weiteren Beef Club Beef Fight. Am Start sind zwei Kochcracks, die sich im kulinarischen Schlagabtausch liefern. Holen wir die beiden Beef Boys in den Ring. In der blauen Ecke lässt ein 26-jähriger Küchenchef aus den Walliser Bergen seine Mucki spielen. Der Alec Köstli! Ich bin zum Mal geboren und aufgewachsen. Im Herbst 2014 da habe ich das Hotel von meinen Eltern übernommen und durfte das Restaurant weiterführen, was mein Vater vorgemacht hat. Der Sieg geht heute an mich, weil ich bin extra so weit von Zermatt angereist und dann bringe ich das Baby auch noch mit heim. Sein Rival in der roten Ecke treten zum Heimspiel an. Macht Lärm für den 23-jährigen Küchenchef Samuel Glow! Ich habe 2,5 Jahre als Küchenchef gearbeitet, mache mich jetzt selbstständig mit meinem Gastronomiekonzept Release, das schnell, flexibel und nachhaltig ist. Ich gehe heute Fight, weil ich innovativ, nachhaltig und authentisch bin. Ich sehe, ihr habt euch Kampfposen schon eingenommen. Bevor es aber ernst gilt, sind hier eure Hauptzutaten, die ihr zwingend verwenden müsst. Erste Zutat: Meier-Zitrone. Oh. Zweite Zutat: Schoki. Oh. Yes! Die dritte Zutat kommt von unserem Fleischfachmann Yves Vogt. Ich habe für euch gerade 2 Fleischstücke mitgenommen. Ein Kalbskopfbäckli und eine Niere. Mit dem Bäckli ist aber nicht das klassische Edelstück gemeint, sondern der Kaumuskel vom Kalb. Es ist ein typisches Schmorgericht, das in Vergessenheit geraten ist. Ja, was mache ich jetzt mit diesen Bäckli? Wie die Nierli sind auch Bäckli von einem Kalb aus naturnäher Mutterkuhhaltung. Das Fleisch ist rosa bis kalbrot und hat eine feinfaserige Textur. Gutes Gelingen! Jetzt sind die Nerven aus Stahl gefragt. Es gibt nämlich eine Zeitlimite von genau 60 Minuten. Macht das Beste daraus auf je 2 Teller mit Fleisch. Kämpfen mit harten Bandagen, aber kämpfen fair. Fight! Also ich mache mal einen kurzen Prozess mit dir. Vordergrad. Alain, auf was muss man besonders achten beim Parieren? Dass man sich nicht in den Finger schneidet, oder? Das nachher schnell im Druck, Kochtopf schnell aufsetzen, also 25 Minuten. Und dann fange ich mit den Nierli an. Und die werde ich nachher so sehr wahrscheinlich in einem Salat mit Kürbis machen. Ich entscheide mich eigentlich mehr für das Asiatische, weil das ist momentan gerade präsent. Also ich mache einen Kartoffelespuma sicher mal. Stattdessen mache ich sicher etwas in der Schale rein mit einem lauwarmen Schokküchli. Ein lauwarmes Schokküchli mit was? Mit Nierli, oder was? Das ist Überraschung. Ich habe gemeint, ich höre nicht recht. Als er erzählt hat, er mache ein Schokküchli, habe ich gedacht, der wird disqualifiziert. Ich habe es nicht mit Nieren. Natürlich zuerst mal sauber putzen. Man muss einfach schauen, dass sich das ganze Fett rausgeschnitten ist. Weil das Fett ist natürlich ein Geschmacksträger. Der explodiert jetzt dann. Sag das. Hast du schon mal gesehen, wie so ein Sieg explodiert? Nein, das kann ich gar nicht explodieren. Hast denn du gerne Nierli, Samuel? Ist nicht so mein Ding, sage ich mal so. Wenn man Nierli nicht gern hat, dann ist es auch schwierig, zum Nierli zu machen. Aber ich finde, wenn man es gut verpackt, dann verhebt es auch noch. Jetzt haben wir hier ein bisschen Wurzelgemüse geholt. Das schneidet jetzt ganz fein auf, damit wir es ein bisschen marinieren, damit wir mit dem Salat machen kann. Und damit wir nachher schön mit den Nierli zusammen anrichten auf dem Teller. Samuel, kannst du schon schwitzen, oder was? Nein, nein. Das schaffen wir noch nicht einmal 5 Minuten. Schoki aufsetzen. Schoki, beim Erhitzen muss man aber vorsichtig sein, weil es sollte nicht über 40 Grad gehen. Das heisst, immer im Wasserbad.
auf einem Pfännchen mit heißem Wasser in einer Schüssel schmelzen und nicht direkt in der Pfanne. Wenn ich jetzt das hier rausschneide, dann kommt dann nachher das lauwarme Schokoküchli rein. Machst du aus der Schale nichts? Wohl, die Schale wird dann direkt auch mein Teller sein. Wenn man am Samuel so zugeschaut hätte, bin ich schon recht begeistert gewesen. Ganz ein bisschen Chili noch. Das gibt mir jetzt die Garnitur für Nierli, dass man gut nachschärfen kann. Ich tue natürlich auch noch ein bisschen dran, ein bisschen vom Raps. Ein bisschen spritzen hier. Meist Zitrone etwas nicht ganz Alltägliches. Schmeckt schon auch zitronig, aber recht viel milder und schmeckt für mich auch ziemlich nach Mandarine. Das hier vermischen. So, dann haben wir dann die Masse eigentlich schon. Ein bisschen Masse, oder? Genau. Hier ist gewürzt, oder was? Nein, das tue ich jetzt noch in der Pfanne, also miteinander. Eine Niere, nie vorher salzen. Wenn die Niere sieht Wasser. Die Niere wird dann einfach in dem Sinn zäh. Was sagt es? Es ist zu kalt. Es ist zu kalt. Ja. Aber wenn wir so ein heißes Publikum haben, heizen die gerade wieder ein, oder? Samuel, hast du alle Butter schon genommen, oder was? Ja, ich habe bei mir deponiert. Das gerne. Super. Merci. Brauchst du noch Aromat, oder? Das ist einfach, gell? Gemein, hä? Die beiden haben sich ordentlich gefetzt und haben sich nichts geschenkt, aber das ist auch gut so. Es ist ein Battle. Wir haben Halbzeit! Super. Wie lacht man denn an? Soll ich mir das helfen? Erste Runde für alle! Dann haben wir ein Wurzelgemüse angerichtet mit etwas Nierli im Mehl gewendet. Wenn es zu wenig würzig ist, können wir sehr gerne mit etwas Chili, etwas Cayennepfeffer oder etwas Ingwer nachwürzen. Das hier, das ist ein Furztrochen. Nier ist perfekt. Muss ich sagen, man hätte auch dort ein bisschen Power drin geben. Was ist das für ein Chili? Das ist ein Thai-Chili. Und wenn sie scharf ist, sind sie schwach, oder? Nein. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass er eben Gewürzli separat serviert hat. Die Chili, die er genommen hat, war sehr scharf. Meine Eier sind dann eigentlich auch schon parat. Also deine Eier sind schon parat, oder was? Ja. Ein bisschen Thymian für nachher für die Polenta. Was macht er jetzt noch Polenta? Du brauchst noch ein bisschen Hilfe, oder? Ist gut, das heißt einfach. Ja? Kannst du mir sonst mal hinten abwaschen? Ja, ja. Mit dem Mann in der Küche ist es bestimmt lustig. Dem kannst du nicht irgendetwas sagen, ohne dass ein riesen Konto zurückkommt. Voilà. So, das muss ich mir anschauen. So. Das ist jetzt geschmort. So, genau. Schon nachher grob. Hast du es probiert? Mhm. Und? Super. Zwei. Zwei hier. Ich komme nicht ganz draus mit dem Espuma. Die kleinen Gläschen vorne, was sind die? Dort macht er noch die. Ich weiß es nicht. Die erste Runde für Samuel! So. Bei mir heisst es immer noch ein bisschen weniger Schmäh. Das ist geschmorte Bäckli, wie ein Tartar serviert, mit einem pochierten Ei und mit einem Kartoffelespuma. Und dann Peterli drin und dann wird es grün, oder? Das Glas ist mega gut. Ist auch schwierig bei einem Glas. Die laufen natürlich auch, wenn man mit etwas Warmem schafft. Aber dann kann man doch probieren, dass man es noch etwas sauberer putzen kann. Das war jetzt noch nicht ganz perfekt. Der ist drin. Ja. Du brauchst man pochiert ein Salz. Es könnte etwas mehr Pfiff noch haben. Aber es ist fein. Von der Kombination her eigentlich ideal, wenn man es ein noch hat. Und es gibt so eine Schlotzigkeit. Wenn er jetzt noch einen Schuh hätte, wenn er das wäre doch einfach super gewesen. Butterzart. Und schauen, ob die gut sind. Das gefällt mir hier. Schau mal, wie es hier abbrennt in die Polenta. Hexenpolenta, oder sicher, was? Sicher, ja. Hast du deine Küche mitgenommen? Ja, ich koche halt nicht richtig um vier, oder? Ja, ja. Mich hat das sofort angesprochen. Ich hätte am liebsten das Öffeli adoptiert. Gerade mit Lebensmitteln kann man sehr viel machen, dass es den Gast eben zurückkatapultiert in seine Kindheit. Und dann bist du total glücklich. Ich würde eigentlich eher mit dem überzeugen, was wir kochen. So, dann wir das in die Mitte. Feine Schoki, damit wir noch ein bisschen Soße machen können.
Meint ihr, ist das Produkt im Vordergrund, nicht das Trocheneis? Runde 2 für den Samuel! Das ist jetzt die Interpretation neu vom Nierli in der Schale. Mit dem flüssigen Kern ist es leider nicht so geworden, weil es halt noch etwas kleiner ist. Ein guter Miteinander. Danke. Ich würde schon gerne, wenn die Teller so schludrig sind. Ja. Das ist natürlich ein Blubberdal drüber aus. Also, da kann man jetzt nicht sagen. Der Teller finde ich super. Der überzeugt. Vor allem finde ich es richtig toll, dass man alle Hauptzutaten richtig schön sieht. Man schmeckt sie nicht nur, sondern nimmt sie auch visuell wahr. Wenn ein Kind nicht beißt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Der Geschmack war sehr gut, war sehr ausgewogen. Und die Kombination Schoki, Nieren und die Mais war spektakulär. So, jetzt. Die zweite Runde geht an alle! Darauf angerichtet hätten wir eine Polenta mit etwas Nussbutter und Thymian. Darauf haben wir eine schöne Kalbsbäckchen gelegt, geschmort. Dazu haben wir etwas Rosenköhle gemacht. Und die wünsche ich euch einen guten. Dankeschön. Schön angerichtet. Der Ofen ist natürlich riesig. Da sieht man fast nicht auf den Teller drauf. Aber wenn man dann nachher von oben schaut, dann sieht man, dass nicht nur die Farbe stimmen, sondern auch, wenn man das Ganze angerichtet hat. Die Polenta kann etwas mehr pfiffen. Sehr brav. Also im Grunde genommen haben wir irgendwie wie ein Coup Dänemark gehabt. Aber mit Fleisch. Alle Samuel, vielen Dank. Schöner Fight gsi, spannend. Ihr habt alles rausgeholt, was man rausholen kann. Ich fange an mit dir, Alle, bei der Vorspeise. Du hast Nierli sehr schön sortiert. Für mich hat es zu wenig Salz gehabt, aber man hätte ja eben können Chili benutzen zum Nachwürzen. Der Salat war leider trocken gsi. Das Wurzelgemüse war gut, es hätte einfach mehr angebracht sein. Oder wenn du jetzt auf dieser Meier-Zitrone ein Filet gemacht hättest oder ein paar Scheiben drunter tun hättest, dann wäre es perfekt gewesen. Eine sehr rustikale Präsentation hat es von dir gegeben. Ich hätte vielleicht noch das Ganze aufgepeppt mit vielleicht noch ein bisschen Grünzeug drauf. Und Samuel, wie das präsentiert wurde mit dem Gläschen, habe ich eine super Idee gefunden. Auch mit dem dunklen Teller, die Farbe super zusammenpasst. Ich weiss, du hast gesagt, weniger ist mehr. Aber vielleicht auch dort ja, noch ein bisschen mit dem Grünzeug rundherum oder so. Hat das Ganze noch ein bisschen aufgewertet. Aber es hat toll ausgesehen. Samuel, Kompliment. Du hast Backen gezeigt, wie man sie eben vielleicht nicht so kennt. Du hast den Espuma mit Peterli unterstützt, mit dem Onsen-Ei drin. Das hat mir ebenfalls gut gefallen. Ich hätte jetzt hier noch mir ein Knusper-Element vorstellen können. Die Präsentation vom Hauptgang war sehr gut. Aber man hatte das Problem von der Soße. Das hast du keine gemacht. Ja. Auf dem sehr staubig ursprünglich präsentierten Tischgrill eine verbrennte Polenta mit Nussbutter und Thymian. Das habe ich sehr gut gefunden. Also die Theorie. In der Praxis hatte ich dann das Gefühl, die Polenta ist doch schon sehr brav dorthergekommen. Nicht so brav wie deine Sprüche, die du rausgelassen hast. Trotzdem, vielen herzlichen Dank. Du hast zum Hauptgang, Samuel, etwas gemacht, das ich jetzt überhaupt nicht erwartet hätte. Danke, dass du die Zeste noch mal mit dem Zucker weiter gekocht hast und auch mit dem Saft von dieser Zitrone. Das hat eine gute, bittere, süße Note noch reingegeben. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr rundes Gericht. Alle drei Hauptzutaten waren extrem präsent. Optisch wie auch geschmacklich. Hast du etwas gewogt, jenste verschiedene Techniken gezeigt. Und es ist auch immer ein riesiges Risiko. Ich weiss nicht genau, wie es rauskommt. Wirklich bewundernswert. Also, nochmal. Gratuliere euch, super, dass ihr es gemacht habt. Vor allem gratuliere euch für die Sauberkeit und danke vielmals. Mit dem Schokoküchli bin ich schon ins Risiko eingegangen, aber wenn man all in geht, dann wird man nach am Schluss dann auch vielleicht belohnt, oder? Eure Bedenkzeit ist abgelaufen. Ich brauche eine Entscheidung, liebe Punktrichter. Der Gewinner vom heutigen Beef Club Beef Fight kommt aus der roten Ecke, der Samuel Gross! Das war ein geiles Duell, das war von mir. Ich gehe jetzt feiern. Nächste Woche im Beef Club. Hast du schon mal eine Sauna im Foodbereich? Was? Eben gesehen. Mach mit beim Beef Club Wettbewerb und gewinne einen Beef-Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Wie viele Bäckli hat ein Kalb?
A2B12. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deiner Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an beefclub@sat1.ch oder ruf uns an unter 0901 560 061. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Bell. Mit Unterstützung von A. Vogel Herbamare. Mein Salz, mein Geschmack.